Kirche unterwegs 2022. Endlich an einem meiner Traumorte. An und vielleicht sogar auf der Himmelsschaukel. Himmelfahrt feiern, dem Himmel nah sein. Und dazu ökumenisch, evangelisch und katholisch gemeinsam mit uns wandern und pilgern bis hierher an die Himmelsschaukel. Und wie kommt man hierher? So. Macht euch auf den Weg, heißt es bei Himmelfahrt an die Jünger. Und wir machen uns auf den Weg von hier. Um 10.15 Uhr beginnt die Wanderung an der Jakobuskirche in Bruchköbel. Und dann geht es weiter nach St. Familia. Folgt mir einfach. Jetzt nur noch das kleine Stückchen hier runter bis zum Wäldchen, dann sind wir schon beim Treffpunkt für die Andacht auf dem Feld. Wer von Niederessigheim aus starten will, kann das gerne ab ungefähr 11 Uhr tun. Hier vom Schelbergweiler gegenüber von It geht es dann ins Feld, um dort die anderen bei der Kartoffelfesthalle zu treffen. Von dort kommen dann die Wanderer aus Bruchköbel. Von hier kommen die Menschen aus Niederessigheim. Hier an der Kreuzung oberhalb von der Kartoffelfesthalle feiern wir dann um etwa 10 nach 11 die Andacht auf dem Feld. Im Anschluss geht es dann über das Feld direkt geradeaus zur Himmelsschaukel. Hier an der Himmelsschaukel versammeln wir uns zum Gottesdienst um 12 Uhr dann. Ob Sie mit dem Fahrrad oder zu Fuß gekommen sind oder sich haben mit dem Auto kurz hierher bringen lassen, hier ist Platz für alle. Und für die, die schon etwas fußlahm sind, stehen auch ein paar Bänke bereit. Und für die, die abenteuerlustig sind, natürlich die Schaukel zum Schaukeln. Um dem Himmel näher zu kommen. Beim Schaukeln, aber vor allem auch beim Beten, beim Singen, beim gemeinsamen Gottesdienst feiern. Und nach dem Gottesdienst geht es dann nach Butterstadt. Dort wartet schon das Essen auf uns. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Butterstadt lassen wir es uns dann gut gehen und bei Getränken, bei Wurst und Kuchen, Salaten und guten Gesprächen den Himmelfahrtstag ausklingen. Kirche unterwegs an Himmelfahrt 2022. Herzliche Einladung.